Kaiser. Gibt es nicht mehr viel zu sagen? Auf jeden Fall eine Mannschaft in Bestform, der achtfache österreichische Fußballchampion FC Tirol. Herzlich willkommen hier bei Sport am Sonntag. Herzlich willkommen Sie zu Hause. So, was wir Ihnen anbieten können hier live aus der Dogana, hier in diesem wunderschönen Kongresszentrum aus Innsbruck, einer Landeshauptstadt, wie Sie ja gerade gehört haben, im Freudentaumel. Wir berichten über die Gewinner von den Verlierern, die das gar nicht so tragisch nehmen. Wir analysieren, wir blicken in die Zukunft. Wir haben die Toni Polster-Story parat und die österreichischen Skistars im Düsenjet im Talon. Apropos Jet, Jetlag ist groß seit heute Nacht, viel geschlafen. Ja, glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da ein paar viel geschlafen haben. Wer hat am wenigsten geschlafen? Wer hat am wenigsten geschlafen? Wer schaut am Moment am schlimmsten aus? Ne? Nein, die ganz Jungen dürfen wir nicht fragen. Was? Wo ist der Paris? Wie viel geschlafen? Sehr viel. Die Stimme klingt. Ich habe nur geschlafen. Also, ich weiß nicht, er ist normalerweise ein großartiger Sänger, aber im Single glaubt es nicht, gell? Jetzt im Moment. Keine gute Stimme. Ich bin ein Schläfer. So, stell dir mal fest. Okay. Wir kommen auf jeden Fall zum Singen. Ja. Gestern ist eine ganze Menge gesungen worden. Die lautesten unter den Meistersingern, die werden heute ganz schön heiser sein, wie man ja gerade mitbekommen hat. Also blicken wir zurück, als alle Stimmen noch in Bestform waren beim Herzschlagfinale. Achtung! 1:0 für Sturm! Klares Foul von Czerczesow. Gelbe Karte und Elfmeter hier im Tivoli. Die Stimmung funktioniert heute auch noch ganz gewaltig. Das ist nicht das Problem. Was geht jetzt in euren Köpfen vor? Das interessiert mich schon. Na, ist natürlich ein wunderschönes Erlebnis, was wir da gestern auch in der Innenstadt dann miterleben haben können. Und österreichischer Meister, das wird man nicht alle Tage. Es war
wunderschöner Tag und wie man schon bei den Stimmen der meisten Spieler hört, wir haben anständig gefeiert. Wann habt ihr eigentlich registriert? Während dem Spiel schon, dass ihr Meister seid? Nein, erst beim Abpfiff. Also ich habe nicht gewusst, dass das Ried in Ausgleich geschossen hat. Und deshalb bin ich davon ausgegangen, dass wir es unbedingt gewinnen müssen. Und da war der Spielstand so knapp, dass ich eigentlich erst mit dem Abpfiff realisiert habe, dass wir Meister sind. Aber das interessiert mich schon. Wolltet ihr das nicht wissen? Wolltet ihr nicht wissen, wie es steht? Ja, wir haben uns aufgeschaut. Wir wollten unbedingt gewinnen. Und was Sturm gespielt hat, das war alles egal. Und wir haben gewonnen. Da hinten, das ist ja so lustig. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Das, noch einer, der gehört nicht dazu. Nicht ganz. Man könnte sich vorstellen, es ist Diego Maradona bei der Abmacherungskur, ist es nicht. Wer weiß natürlich noch, wer das ist? Euer schon, ne? Na, ist klar, ist der Buffet mehr. Ich habe zwar mit ihm noch nicht gespielt, das ist doch ein bisschen länger her. Aber natürlich kennen wir beim Namen. Aber der Maradona aus Innsbruck, damals noch Wacker Innsbruck. Ne? So, das schauen wir uns dann an, wie es dann später zugeht. Ein bisschen später gehen wir auf das zurück. So, wir kommen auf jeden Fall jetzt einmal zu den Meisterfeiern. Denn mit der Überreichung des Meistertellers, da war der Abend noch lange nicht vorbei. Für die Helden von Tirol, da hat sich noch Gewaltiges abgespielt. Die Tiroler Meisterfeier, eine Heldenlegende in 5 Abschnitten. Erstes Kapitel, Heldenkörper in Ekstase. Zweites Kapitel, Helden des Stadionrasens als rasende Helden der Stadtstraße. Drittes Kapitel, Tiroler Volkshelden, ausnahmsweise einmal von oben herab. Viertes Kapitel, Heldentenöre und Worte für die Ewigkeit. Ihr seid super! Ihr seid die Besten! Aber noch besser ist die Mannschaft! Prost, ihr Säcke! Prost, du Sack! Prost, ihr Säcke! Prost, du Sack! Das Abschlusskapitel mit Titel Helden der Nacht bleibt das Geheimnis der Helden in Tirol. Fahren wir den Torhüter. Also was ist das Geheimnis? Was war los in der Nacht? Ja, normal. Wie nach jedem Sieg oder Meistertitel oder Pokalsieg oder so, das ist überall. Feiern Sie. Der Stefan Marasek hat gerade was Arges gesagt. Das finde ich eigentlich wirklich schlimm. Ne? Er war gerade der Meinung, er kann auch nicht singen, aber der Captain auch nicht. Ja, du musst ihm leider recht geben. Stimmen habe ich gehabt, sondern beim Singen, aber feiert haben wir trotzdem richtig kräftig und in die Leute hat es taugt und uns genauso. Also wenn wir versuchen jetzt einmal ganz seriös zu werden, sofern das überhaupt noch möglich ist nach so einer Nacht. Aus vermeintlichen Durchschnittskickern, so habe ich das gelesen,
Überdurchschnittliches erreicht. In Wiener Zeitungen habe ich das gelesen. Ne? Wiener Experten haben gesagt, die Herren Kogler, Watzinger, Brudlow, Barisic, Hörtnagel, Marasek, ja, herablassend, ja, Überschussgut. Das hat es aber ganz schön gezeigt, das Überschussgut. Wo ist das Geheimnis? Das Geheimnis ist, dass sie die geirrt haben. Dass sie ahnungslose sind im Prinzip. Ganz einfach, der Kurt Jahre ist kein Dofer und da geht er nicht irgendwo hin, wo nicht super Kicker sind. Und es war einfach so, ich habe gewusst, dass sie es können. Man hat es halt nur die Tür öffnen müssen und ihnen wieder einmal sagen. Und das haben sie begriffen und haben sie über 1,5 Jahre gebracht. Und der Lohn war gestern Abend mit der Überreichung der Meisterschale und mit dem überwältigenden Empfang in der Maria-Theresien-Straße. Aber der Sportdirektor, der hat sich schon mal irren dürfen. Der Sportdirektor zum Beispiel, habe ich nachgelesen auch, wir haben das gefunden sogar noch unter den Interviews, der war der Meinung, Barisic ist nicht der richtige Mann. Als Trainer hat er sich die Meinung geändert, ganz einfach. Nein, ich habe die Meinung nicht geändert, die haben ein bisschen geitzelt. Das hat er gebraucht, oder wie? Das hat er gebraucht und man hat gesagt, er hat es erst verstanden, wie ich ihn dann aufgestellt habe, oder? Weil zuerst war ich für die Aufstellung nicht zuständig. Ich habe ihm einfach, ich wollte ihn los haben, muss ich ehrlich sagen, weil ich nicht aufstellen konnte, weil das macht der Trainer okay. Vorher gemacht. Fahren wir den Kapitän. Wo ist das Geheimnis des Trainers? Was macht dieser Trainer anders als andere? Ja, was macht anders? Ist glaube ich, alles, was er macht, hat Hand und Fuß, sage ich mal. Er behandelt uns wie erwachsene Menschen, was vorher vielleicht von manchen Trainern nicht so gemacht worden ist. Er bindet die alten Spieler ein bisschen ein, so wie in Stani, wie mich, in Roli und viele andere, die sehr routiniert sind. Er lässt sich ein bisschen mitdrehen, aber der Chef ist immer er. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Er ist eine Respektperson, wird von allen Spielern respektiert, aber er lässt die Spieler einfach ein bisschen mitdrehen und das finde ich recht gut. Michi Bauer, Sie kennen schon ein Lied singen über Trainer, Sie haben eine ganze Menge erlebt. Sie sind einer der Spieler, einer der vier Spieler, die übrig geblieben sind, die mit dieser Mannschaft auch schon einmal Meister gewesen sind vor 10 Jahren. Damals war Ernst Happel noch der Trainer. Welche Ähnlichkeiten hat der Kurt Jahre mit dem Ernst Happel? Also ich glaube, Trainer kann man nicht miteinander vergleichen. Der Ernst Happel, da braucht man kein Wort verlieren, war ein super Trainer und der Kurtl hat es bestätigt, er ist auch ein super Trainer, weil ich glaube, im ersten Jahr mit einer Mannschaft gleich Meister zu werden, das ist eine super Leistung. Reden wir über einen Trainer fertig, jetzt fahren wir einen erfahrenen Spieler, 37 Jahre, stimmt das? Ja. Nein, ich bin noch jung. Ich bin noch jung. 35. 2 Monate jung. Nein, 30. Aufpassen bitte. Also, ich kämpfe für jeden Tag. 36 bis auf Wiederruf. Viele Trainer schon erlebt. Ja. Was macht den Kurt Jahre anders als andere Trainer? Ja, mit 2 Worten, es ist sozusagen, er träumt nicht über Weltklasse-Spieler, er weiß, welche Spieler hatte und mit diesen Spielern arbeitet. Sonst, es gibt viele Trainer, wenn es läuft nicht, er träumt über Rivaldo, Ronaldo, wir haben unsere Gilewitz und so weiter, wenn es läuft nicht, Gilewitz sowieso da, heute schlechter, morgen besser, genau wie Gergesov und andere und vorher, nein, sage ich nicht. Das ist so, wir leben in unserem Niveau und wir machen, was wir können. Und er weiß unsere Stärke und Schwäche und er redet über unsere Stärke mehr als über unsere Schwäche. Das macht eine gute Mannschaft aus. Ja, und einen guten Trainer.